Mit fast 2000 PS Leistung gehen 1926 die ersten Maschinen der schweren Einheitsgüterzuglok der Baureihe 44 in Betrieb. Bis 1949 werden 2000 Exemplare gebaut. Die mächtigen Dampfloks rollen auf einem 1E-Fahrwerk und haben ein Dreizylindertriebwerk. Begleiten Sie uns durch die Geschichte dieser beeindruckenden und starken Lok mit alten Filmszenen von 44ern bei der Deutschen Bundesbahn sowie bei der Deutschen Reichsbahn. Museumsloks mühen sich vor Planzügen oder sind im Sonderzugdienst unterwegs. Wir zeigen Ihnen in 58 Minuten die letzten Vertreterinnen dieser Baureihe im Betrieb oder im Museum.